Fresh ASMR ist wieder zurück. Heute gibt's wieder GTA 5 Softspoken. Und erstmal, sorry, dass das Video noch nicht mit Facecam ist, weil das Video nehme ich hier aktuell noch vor einem Face-Reveal auf. Aber versprochen, das nächste Video wird dann mit Facecam. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr wollt. Nochmal ein GTA-Video oder Minecraft-Video, dann mit Facecam. Genau. Genau, das wird dann am 10.02. wird der nachträgliche Geburtstagsstream auf Twitch sein. Also schaut unbedingt auf Twitch vorbei um 20 Uhr. Pi mal Daumen, 20 Uhr geht's los. Genau. Und das ist dann der erste Stream mit Facecam. Haben da jetzt coole Kanalpunkte und ein paar coole Sachen. Genau. Dann, mein Handy hat gebimmelt. Sorry. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Normalerweise habe ich das aus genau so einem Grund immer stumm. Aber wo ist mein Auto eigentlich? Weiß ich gar nicht. Aber wir nehmen uns einfach eins von denen hier. Und ja, dann tatsächlich fahren wir jetzt hier zu Leicester. Oh, genau. Warte, ich muss Leicester erstmal markieren hier. Ach, guck mal. Da ist immer doch sogar. Da ist El sozusagen schon. Da haben wir es gar nicht weit. Genau. Wie immer hier natürlich mit Controller-Sounds. Und ja. Oi, oi. Dann. Oi, hier muss man natürlich aufpassen, dass wir hier jetzt keinen Unfall bauen. Und auch schön, dass es jetzt hier wieder weitergeht. Das letzte Mal sind wir natürlich mit Franklin hier umgezogen. In unser neues Haus. Genau, okay. Anscheinend muss ich jetzt hier reingehen. Ach nee, ich rufe Lester nur von einem Ding an. Okay. Verstehe. Ich verstehe, verstehe, verstehe. Dann. Ja, fällt mir gerade auf, dass ich überhaupt kein Dings eingeschaltet habe. Sorry, mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich ja immer noch falsches Mikrofon-Ding eingestellt hatte. Okay, wir haben nur ein paar Minuten Zeit, um jetzt irgendwas auszurauben oder irgendwas zu machen. Keine Ahnung. Aber wir haben ja ein schön schnelles Auto, womit das kein Problem sein sollte. Dass wir dort jetzt hinkommen. Geh weg. Mann. Ups. Ups, ups, ups. Und ja, dann düsen wir jetzt hier durch die Gegend. Ziellos und müssen innerhalb des Zeitlimits eliminiert werden. Okay, wir müssen aber da eine Person eliminieren. Eliminieren, eliminieren. Ja, dann fahren wir hier einfach mal durch die Leute durch. Also, dann weiter geht's zur nächsten Person. Und auf geht's mit Vollspeed hier durch die Gegend. Oh, fuck. Da war ein Laternenmast. Wir düsen hier einfach mal über Rot. Genau. Vielleicht weiß einer von euch, welche Taste man denn drücken muss, um Franklins spezielle Fähigkeit zu aktivieren. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich habe einen PS4-Controller. Vielleicht kennt sich da einer von euch aus. Ja, welche Taste man da drücken muss. Der hat ja so eine Special-Fähigkeit sozusagen. Ja, dann. Ja, dann fahren wir jetzt hier runter. Und an den Strand. Okay, den snipe ich sozusagen. Ich verstehe. Zoom mal rein. Ihn oder sie.
das ist gar nicht so einfach. Oh Gott, ich bin ja lost. Habe ich ihn? Okay, das waren jetzt 3 oder 4 Schüsse. Das war gar nicht mal so gut. Das war gar nicht mal so gut. Da hätten wir auch uns besser anstellen können. Okay, dann fahre ich jetzt wieder hier hoch, wo wir gerade runtergekommen sind. Und hier um die, ich wollte gerade sagen, hier um die Kurve. Aber ja, hier erinnere ich mich gerade, als wir mit Trevor in ein Rennen gelaufen sind. Genau. Wir düsen natürlich hier wieder durch die Gegend. Und ja, genau. Das Auto ist schön schnell. Das ist perfekt für die Mission. Außer wenn ich natürlich die ganze Zeit hier überall gegenstoßen würde. Ups. Sorry. Und ach komm schon, geh doch einfach mal weg. Okay, dann wir fahren einfach mal schon hier hoch. Ja, ist ja egal. Wir fahren hier, wie wir wollen. Okay. Ein bisschen rumdriften hier von A nach B. Und ja. Okay, die nächste Zielperson. Wo ist die? Ah, die sitzt da drin oder was? Oder da oben. Wo ist die Person? Bin ich lost? Fuck. Was muss ich machen? Komme ich hier rein? Hallo? Help me, please help me. Okay, fuck. Jetzt haben wir erstmal 3 Sterne. Oder chillt er hier oben drauf? Hä? Verstehe gar nicht, was ich jetzt. Okay. Wir fahren jetzt erstmal. Wir fahren mal kurz von der Polizei weg, würde ich sagen. Komm, wir fahren erstmal. Wir fahren erstmal von der Polizei weg. Das, wir machen den Berg kurz hoch. Und hier kann die Polizei hier nichts machen. Weil die wird uns nicht erreichen. Ich meine, was sollen sie denn machen? Wir können hier oben chillen. Guck, dort unten fährt die Polizei lang. Und dann ist entspannt. Komm, geht weg. Ah, jetzt haben sie mich wieder, natürlich. Natürlich. Uiuiui. Wir fahren hier mal rückwärts. Nee. Gott, jetzt bin ich hier so ein bisschen gefangen, oder? Nö. Das Auto ist jetzt auch noch stuck. Ah doch, wir haben es geschafft, uns wieder zu befreien mit dem Auto. Aber ich würde ganz gerne irgendwie hier rauskommen, ne? Okay, besser, wir steigen mal besser aus, glaube ich. Sonst explodiert das Auto noch. Oh. Dann. Oh, fuck. Ja, das war jetzt ganz schlecht. Das war ganz schlecht. Nochmal versuchen. Okay. Dann fahren wir nochmal. Los. Auf geht's.
Und diesmal fahren wir aber eine kleine andere Route. Die ist schöner. Die ist schöner. Und zack, bisschen hier gegenlenken. Und dann fahren wir jetzt einfach wieder zu diesem Ziel hin, was, glaube ich, sich auf dem Dach befunden hat. Ich weiß es nicht genau. Und ja, gehen nachher links. Den überholen wir hier und machen erstmal einen frontalen Zusammenstoß mit dem anderen Auto hier. Ja, dann. Hui. Straßenschilder werden wie immer überbewertet, genauso wie Ampeln. Was sind Ampeln bitte? Und kann ich jetzt hier rein? Nee, ne. Nee. Man kann hier nicht rein. Doch. Da ist der Kerl. Habe ich dich. Bam. Okay. Da war ich vorhin doch schon gar nicht schlecht. Und aua. Hoch. Dann haben wir noch 4 Minuten 30. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. Denn jetzt auf zum nächsten. Ziel, den wir uns hier snacken müssen. Bisschen brutal, oder? Naja, kann man hier ändern. Okay, dann hier an die Ecke. Zack, zack. Ja, okay. Geht doch. Die Kurve, ich mag das Auto, das ist schön schnell, lässt sich aber noch echt ganz gut handeln. Also das liegt ganz gut. Und gefällt mir. Dann hier. Und die Strecke natürlich, die wir hier jetzt auch gerade fahren. Och, geht auch weg. Ist ganz schön. Naja, das Auto ist jetzt gefühlt schon wieder ganz kaputt. Dann fahren wir hier unsere eigene Route mal wieder, ne? Okay, die große Kurve. Ich hoffe, wir schaffen das noch rechtzeitig in der Zeit, alle Ziele zu eliminieren. Da muss ich gerade an Dr. Who, an diese Robotermenschen denken. Eliminieren, haben die doch immer so gesagt. Ach nee, das war diese anderen Dinger. Lost. Das Ziel sitzt auf dem Motorrad. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Dass das sich ein bewegendes Ziel ist hier draußen. Okay. Da, oder nee. Ja, fährt nach rechts. Da habe ich aber Glück, dass ich gerade hier oben bin. What the fuck? Ja, come on. Jetzt aber. Hochschalten. Und los. Dann, dort fährt er, seht ihr. Hat aber Glück gehabt. Komm. Your life. Ich möchte ein Leben. Komm. Fuck. Guck mal, wie der sofort ausweicht, obwohl ich nur meine Waffe gezückt habe. Der kann mich gar nicht sehen. Mist. Wir fahren sehr weit weg gerade, ne? Komm schon. Komm. Gehen wir nicht auf die Eier. Komm. Nein. Jetzt habe ich dich. Wer bist du denn? Oh, der ist auch tot. Habe ich es geschafft? Ich glaube, wir haben die Mission geschafft. Wir müssen jetzt noch. Nee, gut, Gott sei Dank gehen die Weinberge nicht kaputt. Das wäre es jetzt noch, wenn ich den Wein kaputt fahre. Aber wir fahren hier trotzdem mal durch. Oder wir sliden hier durch. Nehmen eine Abkürzung nachher drüben. Und zack, moin. Da bin ich wieder. Da.
bin ich wieder. Und ja. Ui, ui, schnell. Komm. Okay. Dann fahren wir jetzt hier weiter. Wieder zurück zum Haus. Oder haben wir die Mission vielleicht gar nicht geschafft? Doch, müssten wir eigentlich schon haben. Okay, geh mal beiseite, Rehe. Ich habe keine Lust, dich hier. Rehe sollten bitte überleben. Rehe sollten am Leben bleiben. Oh, meine Stimme gerade. Die hat ja mies abgekackt. Ja. Oh Mann, dass man durch diese doofen Büsche nicht durchfahren kann. Das nervt. Okay, der Klassiker, einfach einmal über den Berg fahren. Oh, das ist aber auch gerade pures GTA, was wir hier machen, ne? Das ist doch pures GTA. Ja, wie immer, wenn es dir gefällt und du noch dran bist und noch nicht abonniert hast, kannst du natürlich gerne für die pure Entspannung, für die extra Entspannung ein Abo dalassen, denn dann verpasst du auch kein neues Video mehr. Den Vorteil hat das Ganze gleich, du hörst nämlich mal benachrichtigt. Und wir haben hier die Challenge auch bestanden. Nice. Mann. Plus $7,000. Und ich würde sagen, wir fahren aber jetzt nochmal in den Waffenstore. Ich will nämlich auch noch ein paar Waffen kaufen. Ich will mir nämlich mal einen Raketenwerfer kaufen. Und vielleicht brauche ich auch nochmal ein bisschen neue Munition. Who knows? Komm, komm, komm. Ja, okay. Los geht's. Tschüss. Tschüssi. Den haben wir da jetzt einfach stehen lassen. Der versauert da jetzt. Und zack. Dann los geht's. Oh Gott, ist irgendwas kaputt? Oh nö, unser Auto ist kaputt. Mist. Okay, wir brauchen ein neues Auto. Nein, komm. Nein, 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 nein. Das, oh Mann, ich wollte an den Dodge angelehnt haben. Nee, dich brauche ich nicht. Dich brauche ich auch nicht. Dich brauche ich auch nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Okay. Komm, gib mir den Maserati. Ja, Mann. Raus hier. Zack. Ach nee, ist gar nicht an Maserati angelegt. Jaguar, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ja, das haben wir auch geschalten. Und wir fahren uns jetzt hier eine neue Waffe holen. Dann holen wir uns eine neue Waffe jetzt. Und das wird auch nice. Wir fliegen hier wieder durch die City. Machen eine Vollbremsung. Küssen hier die Schnauze vom anderen Auto. Und zack. Komm, wir parken sogar vernünftig ein. So. Ui, das Auto fährt gleich so schnell los. Okay. Naja. Nur live kann ich besser einparken. Zack. Naja, geht. Naja. Okay, dann gucken wir mal, was wir denn theoretisch alles an Munition noch brauchen. Okay, davon brauchen wir nichts. Gut, dann gehen wir mal da rein. Und gucken wir mal. Kann ich mal den Panzerung kaufen? Sag mal ja. Ich hab mal gerade. Hallo, da. Ja. Was ist denn das für eine kleine beschissene Hitbox jetzt? Oh mein Gott. Das ist das teuer, wow. Hätte ich nicht gedacht. Hm. Scharfschützengewehr. Hm. Welche Waffe habe ich denn noch nicht? Die sieht doch gut aus. Hm. Davon brauche ich auch neue. Gut. Größeres Magazin auf jeden Fall. Und wir upgraden jetzt mal das Ding hier ganz gut. Ne? Hm.
gleich kaufen. Griff, taktisch, Silvernrohr, auch wenn das völlig unnötig ist. Und natürlich in einem Grün. Und gratis, ja klar. Zack. Hier wird gleich mal richtig geshoppt jetzt, ne? Ja klar. Und da bin ich schon wieder broke. Naja, danke dir. Weißt du was? Mist, kann ich den nicht anschießen? Warum nicht? Oh, es regnet gerade. Tschüssi, du Honk. Okay. Kann ich dich hier ausrauben? Hallo? Mist, der hat kein Geld. Ich hab den doch gerade voll viel Kohle gegeben. Unfair. Was passiert denn, wenn ich auf eigentlich hier... Ach cool, guck mal. Die laufen echt auf. Aus. Ha, cool. Okay, dann. Dann. Gucken wir hier beim Regen nochmal. Und dann fahren wir mal noch los. Dann hoffe ich, dir hat es dir gefallen. Und schreib gerne in die Kommentare, was auch immer dir zu dem Video einfällt. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Tastenkombination kennt für die Fähigkeit hier von Franklin und ob ihr als nächstes Minecraft mit Facecam oder ob ihr doch lieber GTA mit Facecam sehen wollt. Das wäre dann sozusagen das nächste Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.